Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitmenschen. Der Jahresempfang der Stadt Wedel in Kooperation mit dem DGB Ortsverband Wedel hat eine lange Tradition, die auch in den folgenden Jahren weitergepflegt werden sollte. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass so etwas noch stattfinden kann. Im letzten Jahr zum Beispiel ist durch das nicht eingeladene Coronavirus der Arbeitnehmerempfang ausgefallen. Das erinnert mich stark an das Märchen von Dornröschen. Die 13. Fee wurde nicht eingeladen, ist trotzdem gekommen und hat einen Fluch umgesetzt. Das Coronavirus ist immer noch in unserer Mitte, doch wir lassen uns diese Veranstaltung nicht völlig aus der Hand nehmen. Heute sehen wir hier zum Jahresempfang einen Beitrag von Bezirksgeschäftsführer Ralf Schwittei, Verdi-Bezirk Pinneberg-Steinburg. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wolfgang Kahle, DGB Ortsverband Wedel. Ja, mein Name ist Ralf Schwittei, ich bin Geschäftsführer des Verdi-Bezirkes Pinneberg-Steinburg und ich freue mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, im Arbeitnehmerempfang der Stadt Wedel des besonderen Jahres 2021 zu sprechen. Der Titel meiner Rede soll sein, die Krise als Chance nutzen. 2008 war das letzte Mal eine große Krise in unserem Land Thema, die sogenannte Bankenkrise. Damals haben uns die Politiker vermittelt, dass Banken systemrelevant sind. Das hat bei vielen, auch bei mir, für Zweifel und Unverständnis gesorgt. Aber dann kam Corona 2020 und alles wurde anders. Anders wurde auch das Bild, was denn wirklich wichtig ist. Auf einmal wurde uns sehr stark verdeutlicht, dass die Verkäuferin beim Discounter, die dafür sorgt, dass wir Toilettenpapier, Milch, Mehl oder Hefe haben, wichtig ist. Die öffentliche Verwaltung hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Die Kontakt- und Informationsverfolgung durch die Gesundheitsämter hat rasant an Bedeutung gewonnen. Auch die Internetversorgung hat an Bedeutung gewonnen. Kein Mensch kann sich Tätigkeit im Homeoffice ohne ein gutes Netz vorstellen. Dazu zählt natürlich auch die Energie- und Wasserversorgung. Wenn der Strom nicht aus der Steckdose kommt, funktioniert unser Leben nicht mehr. Und zuletzt natürlich auch der Hinweis auf die Pflegekräfte und Ärzte im Gesundheitswesen. Wenn es denn gar nicht mehr geht, müssen sie dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben. Es ging ein breiter Ruck durch die Gesellschaft. Es hat viele Bekundungen von Solidarität gegeben. Menschen haben sich auf einmal Gedanken um ihre Nachbarn gemacht, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und vielleicht Hilfe beim Einkaufen brauchen. Sportvereine organisieren Hilfsdienste bei Fahrten und Einkäufen. Auch hier in Wedel habe ich auf dem Weg hierher gesehen, gibt es für die Impfbegleitung Angebote, die dort gemacht werden. Menschen standen auf den Balkonen und haben geklatscht. Eine Welle der Solidarität für alle die, die tatsächlich wichtig sind, ist durch diese Gesellschaft gegangen. Wenn es darauf ankommt, dann schaffen wir es, aber wir schaffen es nur gemeinsam. Das, was wir alle dort erlebt haben, dürfen wir nicht vergessen. Das Erlebte löst viel Motivation, viel Kraft für unsere Gesellschaft, für eine bessere Zukunft aus. Und da gibt es tatsächlich einiges zu tun für eine bessere Zukunft. Beispiel Einzelhandel. Aktuell kämpfen wir als Gewerkschaft Verdi darum, dass bei der angekündigten Standortschließung des Aldi-Konzerns für das Zentrallager in Horst eben nicht mehr als 200 Arbeitsplätze verloren gehen. Der Aldi-Konzern ist wahrlich niemand, der in Verdacht steht, durch Corona weniger Umsätze, weniger Gewinne gemacht zu haben, sondern ist er einer der Gewinner dessen, was denn dort passiert ist.
Beispiel Energieversorgung. Im Moment erleben wir die Situation, dass die Kolleginnen und Kollegen bei den Stadtwerken in Wedel und auch bei den Stadtwerken in Pinneberg eine Kürzung ihres Weihnachtsgeldes erlebt haben, weil sie an einem rechtmäßigen Streik teilgenommen haben. Das sind die beiden einzigen Stadtwerke in der gesamten Republik, bei denen das passiert. Und wir sagen, Wertschätzung geht anders. Beispiel öffentliche Verwaltung. Ein Bereich, der in den vergangenen Jahren gekennzeichnet war durch einen Sparkurs, durch Privatisierung, durch Personalabbau. Auf einmal gehen uns die Augen auf, spätestens wenn wir in den Nachrichten sehen und in den Zeitungen lesen, dass Bundeswehreinsätze nötig waren, um in Gesundheitsämtern die Kontaktverfolgung zu gewährleisten. Und auch hier das letzte Beispiel in der Kette, unser Gesundheitswesen. Warum verdient immer noch eine ausgebildete Pflegekraft weniger Geld als ein Metallfacharbeiter in der Autoindustrie? Ist das Autobauen wichtiger als das Leben retten, konnte man sich dort fragen. Warum verhindert die Caritas und die Diakonie einen Tarifvertrag für die Altenpflege, der endlich dazu dienen soll, auch diesem Bereich, zumindest auf dem Weg zu angemessenen Vergütungen, einen großen Schritt zu tun? Im Namen des Herrn passt das nicht. Und nötig ist es in der Altenpflege allemal, denn dieser Bereich ist von vielen schwarzen Schafen gekennzeichnet. Aber die Bezahlung im Gesundheitswesen ist nur eines der Probleme. Wir brauchen endlich in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen eine Personalbemessung, die den dortigen Anforderungen gerecht wird. Klatschen alleine reicht nicht. Wir sind in einer Situation, dass immer mehr Pflegekräfte darüber nachdenken oder es zum Teil sogar schon vollzogen haben, diesen Beruf zu verlassen. Und was das fürs Gesundheitswesen bedeutet, vermag ich mir bei heute schon anzutreffendem Personalmangel in diesen Einrichtungen nicht vorstellen. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist uns unser Gesundheitswesen wert? Was ist uns dieser Kernbereich der öffentlichen Daseinsvorsorge wert? Und ich glaube, mit den gemachten Erfahrungen dieser Krise müssen wir uns einige Fragen stellen. Warum müssen Krankenhäuser privat betrieben werden und auf diesem Wege neben den Belastungen noch zusätzliche Gewinne für die privaten Investoren erwirtschaften? Gewinne, die nicht der Allgemeinheit zugutekommen. Auch der Kreis Pinneberg hat vor einigen Jahren seine Kliniken privatisiert. Auch die Stadt Wedel gehört mittlerweile zu den Standorten, die mal ein Krankenhaus hatten. Denn das Krankenhaus in Wedel ist mittlerweile geschlossen. All das sind Bereiche, all das sind Fragen, die viel Einfluss auf das Leben jedes einzelnen Bürgers haben. Die Entscheidungen und Veränderungen, um die es hier geht, sind nicht Gott gegeben. Es sind Entscheidungen von Führungskräften, von Vorständen, von Aussichtsräten, von Menschen, denen wir die Macht gegeben haben, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, unser Koordinatensystem neu auszurichten, um auch diese Entscheidungen zu hinterfragen und vielleicht zu anderen Wegen zu kommen, Wegen, die mehr davon geprägt sind. Was haben wir als Gesellschaft davon? Was hat der Einzelne davon? Wie kann der Gemeinschaft der Menschen in diesem Land gedient, geholfen werden? Und ich glaube, das ist die Chance in dieser Krise. Wenn wir nicht, wenn denn mal Corona vorbei ist, wieder in den Rhythmus verfallen, so weiterzumachen, wie es vorher war, sondern wenn wir uns daran erinnern, was wir jetzt erlebt haben, was jetzt wichtig war
Und dieses Erlebte in eine Motivation bringen, Veränderungsprozesse zu gestalten, dann bietet Corona tatsächlich die Chance, dass die Welt hinterher eine bessere wird, als sie es vorher war. Bleiben Sie gesund. Wir haben noch einiges zu tun, wenn Corona vorbei ist. Vielen Dank. Liebe Arbeitnehmervertreterinnen, liebe Arbeitnehmervertreter, von mir einen herzlichen Gruß zu einem Ereignis, das heute leider zum wiederholten Male der Pandemie zum Opfer gefallen ist, nämlich die schöne Tradition, dass die Stadt Wedel einen Empfang für Sie ausrichtet. Es ist sehr schade, dass wir uns nicht persönlich treffen können, denn dieses Symbol ist, glaube ich, in der heutigen Zeit besonders wichtig, wo wir in schwierigen Zeiten leben. Und das Miteinander in den Betrieben, in den Unternehmen und auch in den öffentlichen Verwaltungen eine große Rolle spielt. Dazu leisten starke Gewerkschaften und starke Betriebs- und Personalräte einen guten Beitrag. Und in meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass wir in vielen Jahren der Zusammenarbeit immer dann viel erreicht haben, wenn wir bei unterschiedlichen Positionen und auch Reibungspunkten, die es manchmal geben mag, an einem Strang ziehen, nämlich Unternehmensleitung und Mitarbeitervertretung. Das ist in unserem Staat üblicherweise der Fall. Deswegen ist es schade, dass wir Ihren Einsatz für die Gesellschaft heute nicht würdigen können. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine interessante Veranstaltung in diesem digitalen Format und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen könnten. Vielen Dank. Sehr geehrte Arbeitnehmervertreterin, sehr geehrte Arbeitnehmervertreter. Auch in diesem Jahr ist es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, den traditionellen Austausch im Wedeler Ratssaal in Präsenz durchzuführen. Dabei hat uns gerade die besondere Situation, in der wir seit mehr als einem Jahr leben, vor Augen geführt, dass es viele Bereiche gibt, in denen auch und gerade ein ungezwungener Austausch wichtig wäre. Ein ursprünglich geplanter Videogruß von mir an Sie konnte leider nicht mehr realisiert werden, weshalb ich mich wenigstens schriftlich an Sie wenden möchte. Überall, wo Menschen zusammen agieren und verschiedene Interessen und Lösungsansätze aufeinandertreffen, kommt es mitunter zu Reibereien. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden allerdings wird die Grundlage sein, um den Schaden, den die Pandemie auch im Wirtschafts- und Arbeitsleben angerichtet hat, möglichst spurlos zu reparieren. Bei dieser gemeinsamen Anstrengung tragen gerade die Gewerkschaften eine große Verantwortung, wodurch ihnen eine entscheidende Rolle auf diesem Weg zukommen wird. Denn eines ist klar, eine solche Krise wie die jetzige überwindet man nicht ohne Zusammenhalt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Veranstaltung und hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr wieder ganz ohne Einschränkungen im Ratssaal der Stadt Wedel treffen können. Herzlich, Ihr Michael Schernikau, Stadtpräsident.